wenn wir das, was wir gelesen haben, das, was wir verstanden haben, in unsere Zeit holen und daraus was Fruchtbares machen. Das ist das, was die Anstrengung ist aller Gelehrten bis in die heutige Zeit. Und das ist auch, was wir in diesem Format hier intendieren. Ich finde es wichtig, dass ihr versteht, was die Sira ist. Wir haben das Wort Sira aus dem Arabischen, was so viel bedeutet wie ein Weg, der gegangen wird. In der Fachsprache bedeutet es nichts anderes als eine Biografie. Wir beginnen nicht direkt mit der Offenbarungszeit, sondern wir beginnen mit dem Leben davor und dem Kontext. Im ersten Jahrhundert und zweiten Jahrhundert vor allem eine orale Tradition haben oder lebendige Tradition, die sich das Wissen nicht nur so weitergibt, dass sie Traditionen überliefert, sondern dass dieses eben auch lebt. Die Dreidimensionalität der Sira, eigentlich die Dreidimensionalität der Sunna. Ihr habt also hier erste Dimension, das ist der. Daraus entsteht das Verständnis von Din, also von dem, was wir Religion nennen, das Verständnis von Islam, sodass ihr auch euren Horizont erweitert und dass ihr vieles auch Erstaunliches und Bereicherndes mitnehmen könnt.